Ein herzliches Willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory 3. Ich habe jetzt mal geguckt, wo er die Dinger hingeschmissen hat, die man seit dem letzten Mal vermissen. Keine Ahnung, wo er die einsortiert hat. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich denke mal, die finden sich irgendwo wieder an. Gut, wir bauen jetzt den da. Den da. Wie viel kriegen wir? 8. Ist nicht die Welt. Ich muss sehen, dass wir das Zeug endlich dran geschlossen kriegen. Hier haben wir schon wieder ein paar. Und das ist auch schon wieder gewachsen. Na, ist ja allerliebst. Also, da sollte jetzt auch nicht mehr dran scheitern. So, jetzt machen wir noch ein paar grüne. Okay. Gut, dann haben wir ein paar grüne. Dann machen wir den da. Will er nicht? Machen wir es so. 29 ist jetzt halt, wir haben da schon welche. So, um das. So, um das. Nee. Okay. Hat natürlich was, dass das Zeug einfach verschwindet. Und keiner weiß, wo es hin ist. So, ja, haben wir ja eh keine mehr. Weil wir keine grünen mehr haben. Okay. Ja, der ist durch. Sehr schön. Ja, plus 2. So. Ist da jetzt echt nicht wahr? Können wir nicht, weil wir keine haben. Ach, ist es doch. Das, da kommen wir nicht weit mit, glaube ich. Mal gucken. Oh, wir rennen schon wieder Zombie rum, hä? Unten wahrscheinlich. Ja. Egal. Sieben. Okay, das reicht für zwei. Nee, das reicht für gar keinen. Mal hier. Gibt's da nicht. Wo haben wir sie denn jetzt hingeschmissen da? Reicht für einen. Können wir uns dann da mal wieder einen bauen? Sehr schön. So. Andere Seite. Ich sollte auch vielleicht das Richtige hinbauen. Okay. So, dann gib mir mal wieder einen Filter. Gut, das läuft jetzt sowieso gerade voll, ist mir aber gerade mal egal. Macht ja da eh nichts. So, jetzt gucken wir mal in Ferien-Seeds. Wo werden die sein? Deine Kiste. Nee.
gehen die hin? Hier haben wir mal eine 1 draus. Hier machen wir dann auch eine 1 draus. Der sortiert die hier irgendwo in die Kiste ein, wa? Guck dir das an. Die da raus. Jetzt müssen wir nur noch die komischen Seeds irgendwo finden. Da sind noch mehr. Ist da jetzt nicht wahr? Da sind die Seeds. So, und zurück. Und schnell zurück. Jawohl, jawohl, jawohl. Den raus. Warte mal, welche sind denn das? Die könnten wir da eigentlich da rausschmeißen hier. Die auch. Ist mir jetzt gerade mal egal. Ich glaube, die wird jetzt eh überlaufen. Feuersteine. Okay, wohl, da zieht die doch dann da drüben rein, oder? Nee. Raus, raus. Die Feuersteine da rein, die Pappels da rein. Ich glaube, jetzt können wir dann so langsam. Okay, dahin. Jetzt könnte man, glaube ich, Ender Seeds machen. Das müsste reichen jetzt. So. Probieren wir es nochmal. Ender Seeds. So, den. Wir brauchen die. Dafür brauchen wir die. Und dafür brauchen wir die. Sehr schön. Genau. Und dann brauchen wir höchstwahrscheinlich noch einen davon. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Konzentriere mich jetzt erstmal auf die Ender Seeds. So. Und dann machen wir den Rest. Hätte ich gesagt. Eins, zwei, machen wir mal drei Stück. So, raus das Zeug. Und die brauchen jetzt, glaube ich, noch am meisten. Genau. Was haben wir da? 27. Ach, wir brauchen ja. Den brauchen wir ja auch noch. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Aber pass auf, wir packen mal die vier Stück, packen wir auf Seite. Halt. 1, 2, 3, 4. Die vier packen wir mal auf Seite. So, dann machen wir mal zwei wieder zurück.
Okay. Kennen wir den? Nein. Kennen wir den? Nein, weil wir keinen Grün haben. Okay. Jetzt haben wir Grün. Gut. Können wir jetzt den? Nein, können wir noch nicht, aber den können wir. Sehr schön. Aber jetzt können wir den. Sehr schön. Okay, die haben wir. Jetzt müssen wir die noch umbasteln. Eins. Dafür habe ich die aufgehoben, siehst du? Zwei. Okay, so, jetzt haben wir die. Was haben wir davon? Vier. Aber jetzt können wir die. Boah, endlich. Halte Erde. Nee, haben wir noch keine Erde drin. Können wir auch mal ein Stack reinschmeißen. WTF. So. Wir haben jetzt hier. Siehst du, da können wir nämlich gleich den nächsten wieder craften. Ach, Leute. Die nächste Seed-Maschine. Halt. Die nächste Seed-Maschine. Wo ist sie denn? Zweiten Seite, ne? Ja, da. Genau, da brauchen wir den da. Ach, Leute. Ist jetzt nicht dein Ernst? Und den da. Okay. Dann den da. Sehr schön. So. Was macht er jetzt hier eigentlich? Das ist eigentlich nur Redstone. Genau, weil er kommen ja die dann dabei raus. So. Okay, jetzt holen wir uns hier gleich mal so ein und so ein. Okay. Da brauchen wir den, dann brauchen wir einen Filter. Einen Filter, da haben wir noch einen. Zack. Zack. In Search. Ja gut, das ist jetzt. Und Priorität 1. Dann nehmen wir die raus. Quarzessenzen. Wie Quarz machen wir auch schon. Ach so. Egal. So, dann das. Das akzeptieren. Und das da rein. Okay. Muss ich für Quarz auch noch machen? Gut. Dann ist das halt so. Nee. Extrahieren. Extrahieren. Genau.
Dann brauchen wir da eine. Dann fangen wir mal von hier wieder an. Dann da ein Filter rein. Enderperlen rein. Und anschlossen. Sehr schön. Haben wir jetzt irgendwo dieses komische Quarz schon drin? Ich glaube nicht, ne? Aber wir müssen das ja noch durch so einschicken. Haben wir noch einen einstecken? Nö. Du bist ein Crafter. Einen Crafter haben wir da bestimmt noch irgendwo einen rumliegen. Sag ich doch, reicht uns doch. Und Energieleitung haben wir die auch noch. Verbesserte, genau, die können wir mal rausschmeißen hier. Gut, dann bauen wir jetzt hier den Crafter her. Na, so nicht. Und geben dem das Rezept hier. Okay. So. Also dann schmeiß ich die gleich mal da rein. Was haben wir denn da für Energieleitung? Verbesserte. Die haben wir da. Achso. Mein Filter. Halt. Ah! Ja, so klar, oder? Okay. So. Inside. Den da. Boah, er hat wieder so viel Zeug da reingeschmissen. Rare Lootback, das soll alles gar nicht da sein. Ich weiß es manchmal nicht. Haben wir alles raus erstmal wieder, ja. Er sollte sich ja eigentlich alles rausziehen, was er so hat. Genau, das Rare Loot Pack ist auch schon weg. Okay, wieder zurück. So. So, dann kriegen wir das raus. So, dann fliegen wir wieder hinter. Klack. Da brauchen wir ein Inside, ein Filter und den. Und dann den da raus und dann verbinden wir die einfach nur noch. Okay, gut, das, dann müssen wir da hinten noch einen Ausgang hinbauen und dann sollte das eigentlich
funktionieren. Genau, da müsste man jetzt da hinten eigentlich zugucken können, wie das Zeug reinpoltert. Müssen wir alle mit Priorität 1 gehen. Sonst wird das nichts. Sehr geil. Jetzt kriegen wir auf alle Fälle das Zeug, was wir noch brauchen. Und eventuell können wir dann nochmal das Lauch, ist ja schon wieder 20 Minuten rum. Nee. Gibt's hier gar nicht. Und dann gucken wir mal, was der externe kostet. So, er hier. Dann brauchen wir nämlich die. Dann brauchen wir davon jede Menge. Silikonbasierend einfache Prozessorkerne. Das heißt, wir brauchen Eisen. 1, 2. Egal. So. Die speisen wir jetzt hier rein. Nee, nicht da. Die werden ja nur gebrannt. Okay, naja, ist egal. 2, 3. Dann müssten jetzt hinten noch einfache Prozessorkerne rauskommen. Und dann können wir da mal, weil die kommen nach unten an die Kisten ran. Den kriegen wir, den müssen wir machen. Deswegen will ich ja diese Lötstation bauen, um für jeden, was du hier brauchst, für jedes Rezept eine Lötstation hinzimmern. Und dann müssen wir mal gucken. Alles klar. Also wir haben noch eine ganze Menge vor. Und dann sehen wir mal, weil dann brauchen wir oft diese, wenn wir diese Kisten da unten stehen haben. Dann hören das hier irgendwann auf, wenn die Kisten voll sind. Deswegen mache ich auch hier immer alle einzeln. Und hier maximal 2 Rezepte, dann hast du mindestens immer 2 drin. Und hier kommt dann auch noch ein zweites Rezept rein. Und dann wird das unten in die Kisten einsortiert und über die externen Speicher, über den hier, führen wir das dann dem System zu. Und dann sind die immer voll und wir klumpen unser System nicht so zu. Brauchen nicht so viele Festplatten. So eigentlich der Hintergrund. Okay, alles klar. Und das soll auch mal immer weg. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und ja, dann habe ich sie jetzt gefunden. Okay, jetzt hat er sie gefunden. Ich habe sie erst gesucht und nicht gefunden. Genau, da haben wir nämlich den soll das auch noch, den können wir dann auch noch verarbeiten. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann schaut mal wieder rein bei Gelegenheit, wenn ihr Lust habt. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, weil heute müsste ja eigentlich Freitag sein. Bis die Tage denn.